Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder im Flight Simulator. Und zwar soll es heute mal wieder eine neue Mod-Vorstellung geben. Und ja, ihr seht es hier schon vor euch. Heute geht es hier um die Yushin 76. Und da gibt es jetzt ja auch ein Freeware-Mod. Hier für den Flight Simulator. Genau, die wollen wir uns heute mal angucken. Genau, die Yushin 76, glaube ich, kann man sagen, eins der berühmtesten Flugzeuge aus der ehemaligen Sowjetunion, heute Russland. Genau, und hier sehen wir das Ganze einmal so, also von außen. Ist auch wieder eine Conversion von FSX. Dementsprechend sind die Erwartungen jetzt nicht allzu hoch erfahrungsgemäß. Das Außenmodell sieht schon mal ganz in Ordnung aus. Wenn man hier in die Triebwerke guckt, die drehen sich jetzt aber nicht. Und auch die Fensterscheiben hier vorne sehen ja nicht wirklich allzu realistisch aus. Also das Außenmodell, zumindest was so die Lackierung und die Animation angeht, könnte noch besser sein. An sich sieht es aber ganz in Ordnung aus. Dann können wir auch gleich mal reingehen ins Cockpit. Und da sehen wir, das ist zumindest schon mal ja ein eigenes Cockpit quasi gibt, welches aber noch nicht funktionstüchtig ist. Da soll in weiteren Updates soll das Cockpit dann auch funktionstüchtig gemacht werden. Aber wir sehen hier ein ganz klassisch diesen Türkiston oder wie auch immer man es nennen will, diese Farbe aus der Sowjetunion, was man halt bei sowjetischen Flugzeugen oft hat. Aber wie gesagt, das Cockpit soll dann eben nochmal funktionstüchtig gemacht werden und ich denke mal, dann kann auch das ziemlich gut werden. Aber ich würde sagen, wir fliegen einfach mal los. Der Sound auch zumindest im Cockpit sehr spannend. Außen klingt das Ganze, glaube ich, ganz okay, aber innen, ich habe keinen Plan, wie sich die Yushin in Wirklichkeit anhört. Ich weiß nicht, ob das so fiepsend ist, ich denke eher nicht, aber kann alles sein. Ich habe keine Ahnung. Wir fliegen auf alle Fälle hier mal los vom Flughafen Leipzig-Halle, wo ich glaube auch Volga Dnipro oder wie auch immer man diese Fracht-Airline ausspricht, vor dem russischen Angriffskrieg auf Russland, auf die Ukraine, so rum, auch in Wirklichkeit, glaube ich, operiert hat das Ganze hier. Auf alle Fälle fliegen wir jetzt mal hier in die Luft. Ist auch ziemlich laut, das Flugzeug. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Genau, dann können wir hier nochmal uns die Fahrwerksanimation angucken. Die ist nämlich auch sehr spannend hier bei diesem Flugzeug. Also hier die Räder drehen sich erst und werden dann hier unten in den Rumpf eingefahren. Also das sieht sehr, sehr spannend aus und ist auch auf alle Fälle sehr gut animiert, glaube ich. Also das ist auf alle Fälle ganz in Ordnung. Aber dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. So, bevor wir weiter fortfahren, möchte ich aber euch natürlich auch nochmal zeigen. Also hier die Yushin 76 bekommt ihr, wie eigentlich alles von meinen Mods, die ich hier vorstelle, auf flightsim.to. Wurde von Volkor hier netterweise zur Verfügung gestellt, das Ganze. Genau, nochmal so ein paar Grundinformationen. Wie gesagt, wurde von der Sowjetunion, heutzutage Russland, entworfen, hatte eine Stückzahl von 960. Wenn man mal runterscrollt, sieht man auch, dass es sie in sehr vielen verschiedenen Varianten gibt, sei es Transport, sei es
Militär und so weiter und so fort. Man sieht aber auch, dass es doch über die Jahre gut was an Zwischenfällen gab. Also hat auch schon so ein paar Crashes gehabt, dieses Flugzeug jetzt auch schon innerhalb dieses Jahres. Zwei von der russischen Luft oder von den russischen Luftstreitkräften abgestürzt innerhalb von ja, anderthalb Monaten. Also da von der Sicherheit her nicht das allerbeste Flugzeug, glaube ich. So, jetzt kommen wir hier aber so ein bisschen zum Problem. Also ich weiß nicht, ob das nur irgendwie mein Flugzeug hier in diesem Spiel ist, das irgendwie leicht verbuggt ist. Auf alle Fälle versuche ich hier das Fahrwerk auszufahren. Ich drücke sowohl an meinem Joystick rum als auch auf der Tastatur und irgendwie passiert nichts. Was ich gerade eben herausgefunden habe, ich gebe jetzt hier einfach mal Vollgas und dann werdet ihr gleich was sehr, sehr Spannendes sehen. Achtet mal unten links hier auf die Geschwindigkeitsanzeige. Das ist nämlich einfach sick, was da passiert. Also das Ding geht hier ab wie Schmitz' Katze. Es hört gar nicht auf zu beschleunigen. Wird jetzt hier schon richtig unstabil. Und wir müssen jetzt schon gefühlt irgendwie. Gefühlt müssen wir eigentlich jetzt, glaube ich, schon über Schallgeschwindigkeit sein. Das Ding zieht hier so voll im Möhre geradeaus. Also ja, das Flugmodell, I don't know, es ist total burg. Es ist einfach total burg. Wir sind jetzt hier schon 1250 Knoten schnell und das Ding hört immer noch nicht auf zu beschleunigen. Wir können ja mal schauen, wie das auf der Karte aussieht. Also wir geben, also ich weiß nicht, 1350, 1400 gleich. Also wir sind so unglaublich schnell. Ich verstehe das nicht. Also das Flugmodell ist einfach total der Schrott. Da kannst du nichts machen. So sieht die Welt übrigens von außerhalb, von unterhalb aus. I don't know. Das Ding hat eine Physik, hat eine Flugphysik vom Fighter Jet. Ah, jetzt sehen wir sogar, dass das Fahrwerk rausgekommen ist. Das bringt uns jetzt aber auch nicht mehr viel. Also ich habe keine Ahnung. Dieses Flugzeug fliegt total verrückt einfach nur. Könnt ihr mal hier die Landeklappen erhöhen, mal schauen, was das bringt. Wahrscheinlich aber auch nicht viel. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, jetzt sind wir hier mal wieder in der Luft. Jetzt bei 27. Ja gut, jetzt durch die Landeklappen macht das Ding natürlich jetzt auch wieder Dinge, dass es nicht soll. Also, ich habe selten ein so kaputtes Flugmodell gesehen wie dieses. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, was das hier ist. Also, es ist. I don't know. Jetzt sind wir auf einmal von 0 auf 100 bei 30.000 Fuß. Das Ding fliegt wie ein Fighter Jet. Es ist unglaublich. Wir können ja mal einfach mal aus Spaß jetzt hier mal ein bisschen Gas geben. Wenn er das jetzt noch will. Jetzt will er auf einmal hier kein. Also ich weiß es nicht. Das ist total verrückt. Es ist einfach total verrückt. Jetzt kriegt er auf einmal hier bei 30.000 Fuß irgendwie gar keine Geschwindigkeit mehr auf Sache, so halbwegs, nur weil wir jetzt sinken, aber die Höhe kann er nicht halten. Also ich weiß nicht, was das hier für ein Flugzeug ist. I don't know. I don't know. Ich finde es auf der einen Seite irgendwie witzig, aber auf der anderen Seite auch irgendwie total schade. Können ja auch ohne Probleme einfach mal so eine Rolle da machen. Also, I don't know. Und jetzt geben wir wieder Gas und jetzt wieder total schnell. Also, ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, was das ist. Das ist total, total bekloppt. Die Sache, die mich ja bloß verwirrt, ist, dass wenn wir hier gucken, dieses Flugzeug eine Bewertung von
4,75 Stern. Deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt. Ja, I don't know. Also es kann auch sein, dass es einfach nur bei mir ist. Manche schreiben jetzt, dass es richtig toll ist. Und gut, dann fordern die irgendwelche anderen Conversions nochmal. Genau, und hier sagt aber auch jemand, dass das Ding fliegt wie ein Fighter Jet. Was ich auf alle Fälle auch bemerkt habe gerade. Hat aber auch 4 Sterne gegeben. I don't know. I don't know. Okay. Irgendwie total, total verrückt. Deswegen, ihr könnt es ja sonst mal selbst ausprobieren. Wie gesagt, der Link, den packe ich natürlich trotzdem mal in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal schreiben, ob das für euch irgendwie besser funktioniert, aber bei mir weiß ich nicht, funktioniert das Ganze gar nicht. Das Flugzeug an sich eigentlich cool. Wenn da irgendwann mal ja, in das Cockpit eingesetzt wird und auch halt in der Physik soll auch nochmal was verbessert werden, dann können wir es vielleicht auch nochmal ausprobieren. Aber ich muss sagen, gerade in diesem Moment ist das ja, ziemlich benutzbar, das Zeug. Also, ja, I don't know, was ich da wirklich sagen soll. Wie gesagt, ihr könnt es ja mal selbst ausprobieren und berichten. Aber so lange bekommt das Ding auf alle Fälle erstmal keine Empfehlung. Aber mal schauen, was dann zukünftige Updates, wenn es dann welche gibt, bringen. Genau. Aber dann soll es das erstmal für heute gewesen sein. Denn ja, ich glaube, da gibt es noch irgendwie ein, zwei Flugzeuge mehr, die wir die nächsten Tage, Wochen noch testen können. Werden wir dann machen. Genau. Und dann schauen wir mal. Aber bis dahin, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann kommentiert gerne mal, wie das bei euch fliegt, das Ding. Naja, bis dahin auf alle Fälle. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.